Liebe Professorin Daniela Bruno, lieber Professor Andreas Zick, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bereichen, liebe Kolleginnen aus dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, FGZ, ich darf Sie im Namen des Frankfurter Teilinstituts des FGZ ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank auch für Ihr breites Interesse. Laut der Anmeldungen sind vertreten zum Beispiel kommunale Referate für Quartiersentwicklung, ein städtisches Friedensbüro, mehrere jugendpolitische Einrichtungen, Mitarbeitende von Staatsministerien und Redakteure überregionaler Zeitschriften und viele mehr. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Heike List. Ich bin heute die Moderatorin unserer Debattenreihe Kontrovers aus dem FGZ. Hier werden Themen und Thesen aus der Frankfurter Forschung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu kontroversen Positionen zugespitzt, in einen Dialog vermittelt und zur Diskussion gestellt. Die Idee dahinter ist immer, die Bedeutung einer Konfliktkultur des produktiven Streitens für gesellschaftlichen Zusammenhalt erlebbar zu machen. Wir denken, dass es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz entscheidend ist, Konflikte nicht zu vermeiden, sondern ganz produktiv auszutragen. Erlauben Sie mir Organisatorisches vorab. Erlauben Sie mir gemeinsam mit den heutigen ReferentInnen die zivilisierte Konfliktkultur vorab auch als Netiquette bitte für unsere heutige Diskussion und auch für die nachträgliche Verwendung des Wort- und des Videomaterials als ganz selbstverständlich voranzustellen. Die Veranstaltung wird, wie Sie gesehen haben, aufgezeichnet und steht danach auch einer breiteren Öffentlichkeit in unserer Mediathek zur Verfügung. Alle sind ganz herzlich eingeladen, in den Kacheln mit Namen und Video zu erscheinen. Darüber würden wir uns zumindest freuen. Videobilder werden für die Aufzeichnung nur von den jeweils Sprechenden mitgeschnitten. Der Chat wird erst im Diskussionsteil unserer Veranstaltung einbezogen, indem wir dann auf Ihre Rückfragen und Wortbeiträge ganz gespannt sind. Der Titel unserer heutigen Veranstaltung lautet Neue Konfliktlinien, polarisiert sich Deutschland? Um ins Thema einzusteigen, bitte ich zunächst Sie alle, liebe Gäste, kurz zu überlegen, an welche Beispiele Sie eigentlich gedacht haben, wenn es um starke Gegensätze, gesellschaftliche Gegensätze und das Auseinanderdriften der Gesellschaft geht. Entweder schaffen wir es, Ihre jeweilige Hintergrundannahme in der nun folgenden Debatte produktiv zu irritieren, zu bestätigen, oder Sie nehmen es später dann einfach zum Anlass, in die Diskussion mit einzusteigen. Wir wollen also prüfen, haben wir es überhaupt mit einer Polarisierung der Lager zu tun, mit einer Polarisierung der Einstellungen in Deutschland, oder ist diese Sichtweise verzerrt? Lassen sich neue kulturelle und sozioökonomische Konfliktlinien und gesellschaftliche Spaltungstendenzen erkennen? Welche Daten sprechen dafür? Welche sprechen dagegen? Und schließlich, wie viele dieser Gegensätze kann und muss eine plurale Demokratie aushalten? Ich freue mich sehr, dass wir für diese Fragen Professor Dr. Daniela Bruno und Professor Dr. Andreas Zick gewinnen konnten, die ich Ihnen kurz vorstellen darf. Daniela Bruno ist Direktorin des Institute for Empirical Analytical Research und Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt quantitative Analysen gesellschaftlichen Wandels am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität sowie Sprecherin der Forschungsgruppe Reconfiguration and Internationalization of Social Structure. Am FGZ-Standort ist sie stellvertretende Sprecherin und leitet zwei Teilprojekte, darunter Wertkonflikte, Arbeitsteilung und gesellschaftlicher Zusammenhalt im Geschlechterverhältnis. Ihre Forschung und ihre Lehre konzentrieren sich auf die Wechselwirkung von Arbeitsmarkt, Hausarbeit und Geschlechterbeziehungen in verschiedenen Wohlfahrtsstaaten sowie auf Aspekte sozialer Integration und Kohäsion. Zur Erforschung dieser Themen verwendet sie ganz unterschiedliche empirische Methoden, speziell Methoden zur Analyse von Längsschnittdaten. Andreas Zick ist Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung und Professor für Sozialisation und Konfliktforschung an der Universität Bielefeld sowie Sprecher des Standorts Bielefeld des FGZ. Am FGZ-Standort Bielefeld leitet er mehrere Forschungsprojekte, darunter das Projekt Zusammenhalt in und durch Nachbarschaften, Stadtteilstudien und Regionalpanel NRW und Niedersachsen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei Intergruppenkonflikten, Vorurteilen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Radikalisierung und Extremismus sowie Migrations- und Integrationsprozessen.
Er engagiert sich zudem langjährig in der medialen und öffentlichen Vermittlung seiner Forschungsergebnisse zu Ursachen, Formen und Folgen innergesellschaftlicher Konflikte, Diskriminierung und Gewalt und hat dafür auch schon Preise bekommen. Vielen Dank, dass Sie beide da sind. Ich hatte Sie beide im Vorgespräch für Ihre Eingangsstatements um eine zugespitzte Position gebeten. Herr Zick, warum kann man sagen, ja, Deutschland polarisiert sich? Habe ich eine technische Anmerkung. Wir haben auch abgesprochen, dass wir zum Teil Ergebnisse zeigen. Und deswegen gebe ich jetzt meinen Bildschirm zu sehen. Ist es zu sehen? Ja, das ist jetzt in diesen pandemischen Zeiten einmal die Frage, obwohl ich den Ball jetzt am liebsten gerne aufgenommen hätte. Ich freue mich aber erstens, dass so viele andere Expertinnen und Experten da sind zum Thema Polarisierung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr unterschiedliche Meinungen haben, aber ein gemeinsames Interesse. Und ich kündige ich auch an, dass ich mit Daniela Gruno zusammenhalten muss, weil wir dieses Forschungsinstitut entwickeln wollen. Also, ja, Deutschland polarisiert sich. Warum? Weil ich innergesellschaftliche Polarisierungsphänomene beobachte, die auch den Zusammenhalt fragil machen. Das ist kein bedingungsloses Ja. Ich weiß um große internationale Studien. Ich kenne die VDEM-Studie, wenn Sie reingucken. Wir stehen gut da. Und ich will hier auch keine medial kompatible These von Deutschland fährt in den Abgrund damit verbinden. Ja, ich werde später mein bedingungsloses Ja in ein bedingtes Ja und dann in ein Jein auf der Grundlage unserer Studien auch ummünzen, weil ich glaube, dass wir zum Teil in Zeiten der Folgen von Polarisierung angekommen sind. Aber wir polarisieren innergesellschaftlich eben, wenn wir das nicht rein als Spaltung oder ganz oder gar nicht sehen, wenn wir die Chancen im Blick haben. Wir leben in einer Demokratie, in der Forschung wird Polarisierung als ein positiver Aspekt diskutiert, solange Gesellschaften damit nicht gefährdet werden. Wir haben mehrere Runden, wir werden am Ende auch über den Zusammenhang zum Zusammenhalt reden. Ja, wenn wir beachten, was wir unter Polarisierung verstehen. Ich habe eine Definition von Polarisierung, wo wir sagen, ja, innergesellschaftliche Polarisierung ist ein Prozess, bei dem eine Vielzahl, bei dem sich die normale Vielzahl, und wir müssen über das Normale, das Normative natürlich auch reden, von Unterschieden zunehmend an manchen und vor allem zentralen Stellen anhand weniger Dimensionen zunehmend ausrichten. Das ist ja die Polarisierung. Menschen und Politik zunehmend in Begriffen von wir und sie wahrnehmen und beschreiben und konstruktive Konfliktregulation einbrechen, mitteilen, Zusammenhalt bricht und exklusiv wird. Wir müssen beachten, dass wir, wenn wir von Polarisierung reden, vielleicht im Verlauf der Diskussion, wir werden es am Anfang grob machen, aber wir müssen beachten, es hat so viele Facetten. Polarisierung kann konstruktiv, sollte es sein. Kann aber destruktiv sein, das interessiert mich. Kann innerzwischengesellschaftlich sein, kann strukturell, institutionell, sozial, kulturell sein, stark, schwach, individuell, kollektiv. Es kann eine generalisierte Polarisierung sein, sie kann lokal begrenzt sein, sie kann marginal am Rande erscheinen und uns als Gesamtgesellschaft nicht interessieren, wir können es übersehen. Und dann gibt es unterschiedliche Austauschformen, ideologische, affektive Polarisierung, Verhaltenspolarisierung, offene, direkte, versteckte, latente. Das habe ich mal am Anfang hier auch, glaube ich, für die Kollegin Gruno aufgelegt, damit wir auch nicht überrascht sind, wenn wir es ein bisschen differenzieren. Also ich sehe es nicht nur selber. Wir haben in unserer letzten Studie, die ist publiziert als die geforderte Mitte, Sie kriegen sie sehr günstig bei der Bundeszentrale für politische Bildung, Bürgerinnen und Bürger selber gefragt, was sind Bedrohungen für das Land? 61,5% sagen, die soziale Spaltung, jetzt können wir sagen, das ist kein Polarisierungsphänomen, es kann aber die Folge sein. Rechtsextremismus, Klimawandel stehen an Stelle Nummer 1. Was uns interessiert hier, sind Formen des Extremismus, der Radikalisierung, die auf Polarisierung hinweisen. Wir leben in einem Land, in dem das Ausmaß an Vorurteils- oder ideologisch basierter Gewalt extrem hoch ist. Also bei allen schönen Daten, die wir sehen, die gegen die Polarisierungsthese sprechen, sondern für die Stärke von Kohäsion, Zusammenhalt, stehen Daten.
Und natürlich müssen wir diskutieren, ob wir den Extremismus als ein Randphänomen, was nichts mit Polarisierung der Gesellschaft zu tun hat, diskutieren. Wir sagen, wenn so etwas in der Mitte und aus der Mitte auftaucht, dann ist das Polarisierung. Und die Zahlen sprechen für sich. Sie sehen hier ausgewählte Zahlen. Wir stellen das Ganze ja auch online. Dann können Sie das im Einzelnen sehen. Wir sehen auch in unseren Studien eine Polarisierung in neuer Form, als eine Popularisierung. Wir haben in der letzten Studie den Populismus allgemein gemessen als eine Anti-Elitenkritik, eine antipluralistische Haltung, antirepräsentative Demokratiebefürwortung in der Mitte. Und dann haben wir das modelliert und haben auch den Rechtspopulismus gemessen, der den Populismus umfasst plus ein Demokratiemisstrauen, Vorurteil und Autoritarismus. Wir sehen in der Mitte der Gesellschaft ein Reservoir an Einstellungen. Beim Rechtspopulismus ist es eindeutig, aber auch beim Populismus, den wir als Polarisierungsphänomen diskutieren müssen. Und da sehen wir schon große lokale Differenzen. Wir haben eine Lokalisierung von Polarisierung in der Gesellschaft. Wir haben das ja publiziert und im FGZ, im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, haben die Kollegen in Jena und ein Teil der Kollegen hier ja auch kürzlich eine neue Publikation über den Ost-West-Unterschied oder den lokalen Unterschied zwischen rechtspopulistischen Positionen und den Corona-Protesten aufgezeigt. Wir haben schon früher rechtsextreme Einstellungen, AfD-Wahlen, Recht- und vorurteilsbasierte Straftaten gesehen. Wir sehen auch mit Blick auf den Zusammenhalt große Polarisierungspotenziale oder auch eben Signale. Hier im Rahmen des FGZ hatten wir ein Kolloquium und dort habe ich vorgestellt, die Differenz zwischen Menschen in der Mitte, die sagen, der Zusammenhalt der Deutschen ist gefährdet. Das sind die roten Balken. Die blauen Balken, das ist eine Gruppe aus der repräsentativen Umfrage, die sagen, der Zusammenhalt ist nicht gefährdet. Wir haben in rechtsextremen Orientierung, in den zentralen Elementen, bis auf die Befürwortung von Diktatur, im Chauvinismus, in der sogenannten Ausländerfeindlichkeit, da ist tatsächlich gemessen die Feindseligkeit gegenüber Ausländern, im Antisemitismus höhere Zustimmung unter denen, die den Zusammenhalt als gefährdet sehen. Das weist auf Polarisierung hin. Und jetzt wechsle ich einmal die Perspektive und dann komme ich langsam auch zum Schluss. Wir müssen, glaube ich, auch bei der Polarisierung an die Perspektive von Menschen denken, die eine Gesellschaft, eine Mehrheitsgesellschaft erleben und die Polarisierung anders erfahren. Wir führen auch eine Studie durch, die heißt Zugehörigkeit in Gleichwertigkeit. Alle diese Studien sind online, auch mit den Methodenberichten einsehbar. Dort haben wir mal die Frage gestellt, 18-19, gibt es Ihrer Meinung nach gegenwärtig mehr Trennendes oder mehr Gemeinsames zwischen Deutschen und Migranten? Und der Befund war eindeutig, mehr Trennendes sagen 37%, mehr Gemeinsames 14%. Es kann sein, dass Missachtungserfahrungen von Minoritäten, die ja die Corona-Proteste für sich behaupten, auf Polarisierung hinweisen, zumindest auf Trenngrenzen zwischen Gruppen. Das sehen wir in den anderen Beschreibungen auch. Es gibt viele Polarisierungsphänomene, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das Schrumpfen der Mitte, sei es nun in der eigenen Einstellung, was wir beobachten, Anstiege der Extreme in Einkommensgruppen. Im Übrigen, die Bedrohung des Zusammenhalts wird besonders stark wahrgenommen von prekär gestellten Gruppen. Sozialräumliche Verfestigung, die wir ja analysieren. Auch technische Amplifikation von polarisierten Diskussionen. Wir haben Forschungsbefunde, die zeigen, dass die Algorithmen, die Amplifikation in digitalen Medien von Polarisierung auch ganz ohne motivierte Ideologien voranschreitet. Jüngst ist ja bekannt worden, was YouTube da macht, wenn es Gruppen anbietet. Dann haben wir aber auch die Ebene der mesosozialen Polarisierung, die uns besonders interessiert, wo ich mehr zu sagen kann, Lokalisierung, Verankerung von Mentalitäten, Homogenisierung von antidemokratischen Gruppen, von Feindbildern, Verstärkung auch der Delegitimierung von Institutionen, die wir in der Pandemie gesehen haben, Parteien, die mitten im Parlament sitzen und das Grundgesetz durchgestrichen auf ihrem Sitz liegen haben. Und dann haben wir die mikrosoziale Ebene, Individualisierung, Separation, affektive Polarisierung. Da sind wir noch nicht weit in der Forschung, aber da wird einiges passieren. Die kollektive Emotionalisierung identitärer Konflikte und Missachtungserleben bei Minoritäten. Ich sehe also überall Polarisierungsphänomene. Ich sehe aber auch andere Trends, aber das besprechen wir dann, wenn wir später auf die Ebene von Messung kommen. Herzlichen Dank, Herr Zick, für dieses Eingangsstatement, das ja auch schon jetzt den zweiten Teil unserer Diskussion berührt. Wie vermessen wir Polarisierung? Welche
Forschungsheuristik haben wir, um auf Polarisierungsphänomene zugreifen? Wo siedeln wir sie an? Welche Dimensionen gibt es? Ich möchte aber nochmal zurückkommen und ich möchte herausgreifen, Ihren Befund, den Sie auch in Artikeln haben, wo Sie von einer gespaltenen Gesellschaft reden, den Sie auf Gewaltphänomene zurückbeziehen und hier zusammen mit dem, was Sie sagten, zu den Missachtungserfahrungen an den Rändern beziehungsweise der Minoritäten fragen, reicht eine extreme oder ein Extremismus, eine Radikalisierung der Ränder, um von einer gesamten Polarisierung der Gesellschaft zu reden? Diese Frage richte ich jetzt an Daniela Bruno für ihr Eingangsstatement, weil sie wollte in diesem Eingangsstatement entgegenhalten, nein, polarisiert sich nicht. Ja, vielen Dank, Heike. Danke auch Andreas für die wirklich aufschlussreichen Ausführungen, denen ich interessanterweise in vielen Punkten auch durchaus folge und zustimme. Ich werde jetzt auch mal meinen Bildschirm freigeben. So. Und hoffe, dass das gesehen wird. Können Sie die Präsentation sehen? Sehr schön. Ich habe nicht das schöne Veranstaltungsdesign gewählt, sondern mich mehr an dem Corporate Design vom FGZ orientiert. Das ist meine Rolle. Ich sage zunehmende Polarisierung in Deutschland nein und möchte auch den Kreis, warum ich das sage, ein bisschen größer ziehen. Ich glaube, was wichtig für das Grundverständnis von der Polarisierungsdebatte ist, wie wir sie in der Wissenschaft führen und auch zu den Widersprüchen, die Andreas Zick auch aufgeführt hat, wie das in der Bevölkerung wahrgenommen ist. Da ist es sehr nützlich zu sehen, dass es erstmal ganz unterschiedliche Formen von Polarisierung gibt, die in diesen Debatten eine ganz wichtige Rolle spielen. Und der Andreas Zick hat ja schon ganz viele Formen aufgeworfen, aber die dominanten Diskurse drehen sich einmal um den Fall der ökonomischen Polarisierung. Also wirklich werden Gesellschaften ungleicher, geht diese Schere weiter auseinander. Das ist ja eine typische Redensart, die wir haben. Und da sieht man schon, und das ist jetzt hier eine Grafik, die reißt leider 2011 ab, aber wir könnten die Daten für Deutschland bis vor der Pandemie genauso weiter durchziehen. Die USA, die rote Linie, ist ganz oben. Das heißt, da ist die ökonomische Polarisierung viel höher, und zwar durchgängig und auch steigend im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern. Sie sehen auch, dass jetzt in den europäischen Ländern schon teilweise sehr viel Bewegung drin ist, Spanien zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, weil Sie sehen eben auch, dass Deutschland von einer ziemlichen Stabilität gekennzeichnet ist. Und das bestätigt sich auch, wenn man jetzt in die aktuellsten Studien reinguckt. Da haben im Herbst alle Daten noch dafür gesprochen, dass es dabei auch bleibt. Jetzt zeigen natürlich die neuesten Untersuchungen, die wirklich die Datenpunkte in der Covid-19-Krise haben, dass jetzt natürlich auch die Einkommensungleichheit gerade hochgeht. Aber da ist eben schon diese erste Frage, ist das Polarisierung oder ist das ein kurzzeitiger Effekt einer Krise? Und ich glaube, da sind die Entscheidung noch nicht gefallen, weil wir sind noch mitten in der Krise. Was aber die Debatte eigentlich viel stärker antreibt und was, glaube ich, wichtig zum Verständnis ist, ist das, was ich Ihnen hier auf der rechten Seite zeige, nämlich die politische Polarisierung. Und hier ist, das ist eins dieser ganz ikonischen Papiere, dass das sehr deutlich darstellt. Und diesen Zeitverlauf, den Sie hier von links nach rechts sehen, den kann man auch bis heute immer weiter treiben. Das heißt, da sieht man, dass sich Anhänger der beiden großen US-Parteien, die es da gibt, es ist ein Zwei-Parteien-System, in Einstellungen, in politischen Einstellungen innerhalb von einer relativ kurzen Zeit immer weiter ideologisch auseinanderbewegt haben und es ist weitergegangen. Dieser Prozess ist da nicht stehen geblieben, wo dieser Datenpunkt aufhört. Und das hat alle möglichen anderen Ursachen und Triebkräfte in den USA auseinandergebracht. Und es ist im Moment noch keine abgeschlossene Debatte, wie die ökonomische Polarisierung auf der einen Seite mit der politischen Polarisierung von Einstellungen zusammenhängt. Wenn wir uns das jetzt aber für Deutschland und Europa angucken und fragen, wie übertragbar ist diese Situation, wo wir doch ganz andere institutionelle und auch Parteiengefüge haben, dann sieht man, das habe ich eben schon gesagt, wir hatten bis zum Einsetzen der Pandemie eine sehr stabile Entwicklung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Die sind deutlich ungleicher als in den 80er und 90er Jahren, das muss man auch sehen, aber kein Polarisierungstrend im Sinne von, es wird immer schlimmer. Wir sehen, wie gesagt, von 2019 auf 2020 mit den allerneuesten Daten, dass diese Einkommensungleichheit kurzzeitig ansteigt. Das ist aber erstmal ein pandemischer Effekt und inwiefern das wirklich zu einer langfristigen Polarisierung führt, müssen wir sehen.
Und was der Andreas Zick auch noch angesprochen hat, es gibt davon abgetrennt nochmal eine andere ökonomische Polarisierungsdebatte. Da geht es um das Auseinanderdriften der ökonomischen Leistungsfähigkeit europäischer Länder. Und auch da sieht man deutlich, da finden Polarisierungen statt, weil die Länder, die schon vor der Finanzkrise zum Beispiel ökonomisch stark da waren, nach wie vor stark und stärker aus den Krisen hervorgehen, während Länder, die in einer prekären Lage sind, daraus geschwächt hervorgehen. Wenn wir uns jetzt aber die ideologische Polarisierung angucken, das, was eben auf der rechten Seite meiner Folien zu sehen war und das, worum es den meisten Leuten doch geht, da sprechen im Moment alle verfügbaren Studien von einzelnen europäischen Ländern, von Europa insgesamt, für eine ganz klare Entwarnung. Wir haben diese ideologischen Themen und Lagerbildungen, die der Andreas Zick ja auch angesprochen hat, als ein wichtiges Ingredienz von Polarisierung. Dafür haben wir bisher keine Evidenz und da kann ich Ihnen später auch gerne nochmal eigene empirische Befunde für zeigen. Was wir aber durchaus haben, und das sollte man eben nicht unterschätzen, sind Sachkonflikte auf einzelnen Ebenen, auf einzelnen Dimensionen. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Andreas Zick und ich das gleich sehen. Ich habe jetzt viele deiner Ausführungen, Andreas, schon in die Richtung affektive Polarisierung gesteckt. So diese Wahrnehmung der Abwertung, dieses Abwertende und Disliking von Leuten, die anders denken als man selbst. Und du hast das ja ganz richtig selbst schon gesagt. Da würde ich jetzt mein Nein auch sehr viel vorsichtiger formulieren, weil wir tatsächlich auf einer dünnen bis jetzt empirischen Evidenz erste empirische Befunde dafür sehen, dass da zumindest Polarisiertheit ist. Das sind aber Querschnittsuntersuchungen. Die Studien, die ich kenne, sind alle experimentell. Das heißt, wir wissen nicht, ob da wirklich ein Zeittrend hintersteckt. Und wir bräuchten eigentlich langfristige Trendmessungen, um dann wirklich zu sagen, wird es wirklich schlimmer oder eben nicht. So, das wäre mein Eingangsstatement. Und vor dem Hintergrund dieser empirischen Evidenzen, glaube ich, kann ich zugespitzt mein Nein formulieren. Aber ich glaube, das Jein in dem Nein ist auch schon durchgekommen. Und deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass wir uns sehr gut darüber verständigen, über was reden wir eigentlich, wenn wir über Polarisierung sprechen. Vielen Dank, Daniela. Das war ja auch mehr als ein Nein. Es war eine Entwarnung, zumindest mit Blick auf die ideologischen Kämpfe. Das würde ich gerne nochmal zurückspielen. Ist es jetzt wirklich ein beruhigender Befund, den wir hier festgestellt haben, weil die Mehrheit immer noch in der Mitte zu sein scheint und es keine großen Lager, keine zwei Lager in Deutschland gibt? Oder ist es nach wie vor ein alarmierender Befund, weil eben die Randpositionen dann trotzdem immer extremistischer werden? Das BKA meldet in diesem Jahr immerhin eine Höchstzahl an politischen Straftaten. Im vergangenen Jahr gab es offenbar so viele politisch motivierte Straftaten wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die reichen von Hassmails gegen Politiker bis hin zu Ermordung dieser Politiker. Es gibt einen Riesenanstieg antisemitischer Straftaten und reichen die doch nicht viel weiter in die Mitte? Also die Rückfrage an Sie, ist es nicht doch ein alarmierender Befund, wenn sich die Ränder so stark polarisieren und so stark radikalisieren? Herr Zick, ich würde das nochmal den Ball an Sie zurückgeben. Ja, also das ist genau die entscheidende Frage. Und ich glaube, dazu brauchen wir auch eine Einbindung von Historikerinnen und Historikern. Wir sagen immer in der quantitativen wie auch qualitativen Forschung, wir brauchen Panel, damit wir Kausalität sehen können. Das ist ja ganz richtig. Wir müssen die ernsthafte Frage stellen, von wo aus hat sich diese harmonische Mitte gebildet? Betrachten wir weiterhin die Gewalt und den Extremismus als etwas, was in den Rändern entsteht und dort bleibt? Also ich zeige jetzt mal ein Bild, das muss ich dann doch zeigen. Komme ich da nochmal rein? Sie sind Co-Host, Sie kommen hier immer rein. Ja, genau. Ich werde aber meine Moderatorenrechte dann auch stark machen. Ja. Also dieses Bild kriege ich immer. Spaltung der Gesellschaft aus Sicht von Querdenkern und Impfgegnern, das kriege ich oft geschickt, wenn wir über Gewalt reden. Und dann kriege ich so aus der Mitte dieses Bild die tatsächliche Spaltung. Ein Problem ist ja, ich habe das Bild dann mal ergänzt. Wir haben tatsächlich das große Problem und jetzt komme ich zu meinem Jein und dann sind wir auch ein bisschen bei der Frage unserer empirischen Befunde. Daniela und ich versuchen das ja möglichst maximal an den vorhandenen Studien festzumachen, was ich auch für gut und richtig halte. Wir haben diese Polarisierung stärker gesehen in unseren Studien. Und jetzt bin ich auf der Ebene von Einstellungen. Als wir tatsächlich 2016 im Feld waren, da
Da haben wir auch, das habe ich mich daran erinnert, tatsächlich unsere Mitte-Studie gespaltene Mitte genannt. Danach haben wir sie dann verlorene Mitte genannt, weil wir gesehen haben an 18, 19, es brechen Leute weg, die gehen an den Rand und die sind dann nicht mehr andockbar an die demokratische Mitte, an den Konsens, die Normen. Und dann haben wir es jetzt geforderte Mitte genannt, weil Teile in der Mitte so weit am Rand sind, dass sie jetzt neue Überzeugungen gebildet haben. Aber wir müssen halt sehen, dieser Populismus, der zum Teil in die Mitte drängt, der ist dort jetzt auf einmal in der Mitte. Insofern haben sich vielleicht Normalitätsverschiebungen ergeben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Entwicklung gehabt, wo tatsächlich wir Polarisierung hatten, in dem sich die Pro-Kon-Lager bei den demokratiegefährdenden, Einstellungen, Meinungen, Menschenfeindlichkeiten und so weiter so in 16, 17 auseinander bewegt haben. Da war viel Dynamik durch die sogenannte Flüchtlingskrise. Da ist das Land ja auch sehr schnell dazu diesem Narrativ gekommen, es wäre jetzt eine Krise auch, und hat das adaptiert. Und das ist medial auch adaptiert, obwohl ja vielleicht das auch ein Erfolg war. Und dann sind die an die Ränder gerückt und jetzt hat sich etwas gebildet, nicht so sehr polarisierte Einstellungen, aber neue Überzeugungsmuster, die jetzt durch die Pandemie, das ist natürlich eine historische Gelegenheitssituation für Verschwörungsmythen und so weiter, mitten in der Mitte neue Gruppen gebildet hat, das heißt neue Kollektive geschaffen hat. Wir reden ja auch bei den Protesten, bei Corona, nicht von 10.000, wir reden auch nicht wie bei Pegida von 20.000, sondern wir reden von im Hellfeld 200.000, die alle nochmal in den digitalen Medien unterwegs sind. Und insofern glaube ich, es hat tatsächlich historisch Verschiebungen gegeben und das ist mein Jein, von der Polarisierung zum Teil in eine Verschiebung, zumindest bei den demokratieorientierten Einstellungen, in eine neue Normalität. Was wir auch berichtet haben, ist ja, dass wir haben tatsächlich in Bezug auf die Menschenfeindlichkeiten bis auf den Antisemitismus, und der ist interessant, weil der immer konnotiert ist mit Welteinfluss und von außen. In allen Menschenfeindlichkeiten geht es runter. Aber nicht das, was die Demokratie in Krisen braucht, nämlich die Fähigkeit, Menschenfeindlichkeit abzulehnen, ist angestiegen, sondern wir haben so eine mehr Teils-Teils-Mitte. Und da kommen natürlich normative Fragen ins Spiel. Sind wir damit zufrieden? Machen wir es nur ökonomisch fest? Machen wir es an Prosperität fest? Machen wir es nur an sozialer Spaltung fest? Brechen wir es nicht runter auf noch genauer auf bestimmte soziale Räume? Und insofern stehen wir, glaube ich, alle vor der großen Frage, wie schätzen wir es ein? Das ist zum Teil eine normative Debatte, eine historische Debatte. Aber angesichts genau der Gewalt, die Sie genannt haben, die wir irgendwie erklären müssen, kommen wir da schon in Schwierigkeiten, wenn wir das Bild fahren, ist ja alles gut. Vielen Dank. Dann lassen Sie uns doch noch mal genau ins Instrumentarium der Wissenschaft reinsehen, wie wir es analysieren können. Ich greife jetzt Ihren Begriff der Normalitätsverschiebungen auf und ich greife auch auf die Frage nach, wann ist etwas eine längerfristige Entwicklung, wann ist es ein Trend, wann ist es eine kurzfristige Krise, ein kurzfristiger Konflikt. Und hier wäre jetzt zum Beispiel die Frage, wie gehen Sie in Ihren Forschungen jeweils vor? Wie können wir empirisch jeweils untersuchen, wenn es sich um die Einstellungen beispielsweise geht? Wir können feststellen, es gibt eine Normalitätsverschiebung in der Begriffsverwendung des Wortes Freiheit. Wenn Sie jetzt Längsschnittanalysen machen, Frau Kuno, und fragen, denken Sie, dass Deutschland frei ist in einem Fragebogen, dass man in Deutschland frei seine Meinung äußern kann, dann ist da interessant, ob vor 10 Jahren der Freiheitsbegriff der gleiche war wie der heute, vielleicht ganz anders besetzt ist. Also vielleicht geben Sie uns ein bisschen Einblick, wie erforschen Sie das? Wie können Sie diese Einstellungen messen? Also vielleicht zu der Frage, wie zeitkonstant ist unser Freiheitsbegriff? Das ist tatsächlich so, dass Konzepte einem zeitlichen Wandel unterliegen. Aber wir haben natürlich
Messverfahren, um auch diese Messinvarianz zu bestimmen und zu wissen, ob wir heute etwas anderes darunter verstehen oder auch im internationalen Vergleich spielt das natürlich eine wichtige Rolle. Denken Leute in Italien, die befragt werden, das Gleiche, wenn sie das Wort Freiheit auf Italienisch hören, wie Leute, die in Deutschland sitzen. Das heißt, da gibt es statistische Verfahren, um sich sicher zu sein, dass hier keine Verschiebungen stattfinden. Was aktuell auch läuft, was extrem, glaube ich, wichtig und zukunftsträchtig ist, sind über quantitative, automatisierte oder halbautomatisierte Inhaltsanalysen gesteuerte Analysen von Sprache, zum Beispiel Bücher oder Bundestagsdebatten, wo man auch Konnotationsverschiebungen feststellen kann. Die zeigen sich in den Daten dann als Verschiebung in den Vektoren und wo dann die Sozialwissenschaften gefordert sind, zu gucken, wie hängt das mit gesellschaftlichen Trends zusammen. Das sind jetzt ganz aktuell laufende Forschungen, um überhaupt auch diese Veränderung von Begrifflichkeiten in den Griff zu kriegen. Ich persönlich glaube aber jetzt, Sie haben ja konkret auf dieses Beispiel angesprochen, dass Menschen denken, dass sie ihre Meinung nicht mehr so offen äußern können, wie sie das vor 20 Jahren noch dachten. Ich glaube nicht, dass das Ergebnis getrieben ist von einem unterschiedlichen Freiheitsverständnis. Da kenne ich keine empirische Evidenz zu, sondern ich glaube, dass das tatsächlich was damit zu tun hat, wie wir Diskurse führen und wie Menschen sich eben frei und unfrei fühlen, auch ihre Meinung zu sagen. Und ich glaube, das ist genau einer der Punkte, weswegen wir hier sind, wo wir auch mal wieder üben müssen, auszuhalten, mal unterschiedlicher Meinung zu sein, ohne gleich diffamiert zu werden. Und ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage, um in den Diskurs zu kommen. Ich wollte gerne noch mal kurz auf dieses schöne Bild eingehen, was der Andreas Zick gezeigt hat von den Spaltungen in der Mitte. Ich glaube, das sind nicht nur die Anhänger der extremen Gruppen, die denken, die Spaltung würde durch die komplette gesellschaftliche Mitte gehen, sondern ich glaube, das ist medial auch sehr häufig ein vermitteltes Bild, was Normalbürgerinnen und Bürger so wahrnehmen, weil der mediale Diskurs so stark in diese Extreme geht. Und das haben auch, also die Ergebnisse, die der Andreas Zick zur wahrgenommenen Bedrohung des Zusammenhalts gezeigt haben, das zeigt eher eine Sorge darum, wie die Situation sich entwickelt. Und diese Sorge, das wissen wir aus anderen Studien, die kommt nicht aus dem kleinräumigen Bereich der echten Erfahrungswelt der Menschen. In ihrem eigenen Wohnumfeld, in ihren eigenen Nachbarschaften fühlen sich die Leute wohl und sagen, der Zusammenhalt ist auch gut. Aber sie machen sich Sorgen um das große Ganze, da wo es abstrakt ist und man das eben nicht in seiner alltäglichen Erfahrungswelt so hat. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, diese Idee, dass sich alles sehr extrem polarisiert, obwohl sich das auf einem ganz anderen quantitativen Niveau bewegt. Das soll aber in keiner Weise bedeuten, das ist mir auch sehr wichtig, ich habe dafür übrigens auch noch eine Folie vorbereitet, dass dieser Extremismus an den Rändern, der sich verstärkt, natürlich kann der Gesellschaften spalten. Das ist nur keine Polarisierung aus meiner Sicht, sondern das könnte eine Triebfeder für Polarisierung sein. Und an der Stelle würde ich eben auch dafür werben, dass wir sehr gründlich eben drüber nachdenken, inwiefern wir uns auch vor den Karren solcher Diskussionen spannen lassen und irgendwelchen kleinen radikalisierten Gruppen das Wort noch zureden, dass sich jetzt die ganze Gesellschaft spaltet. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man einfach reflektieren muss. Und vor dem Hintergrund, ich habe da keine abschließende Meinung drüber, aber mir wäre doch wichtig, dass wir in der Debatte und auch wenn wir wissenschaftlich über das Thema reden, uns da klar positionieren und einfach eine klare Kante zeigen, damit die Leute wissen, woran sie sind. Dann halte ich mal kurz für die Diskussion fest. Wir haben den Begriff der Polarisierung als solchen in Frage gestellt, aber zumindest mal klar gemacht, es ist ein komplexes Phänomen. Es handelt sich um gesellschaftliche Spaltung oder Spaltungspotenziale. Es kann ein Zustand sein oder ein Prozess. Es kann einstellungsbezogen sein. Wir haben über Meinungen geredet, aber auch schon über Parteipräferenzen. Gruppenbezogen oder auch nur eine wahrgenommene Polarisierung sein. Herr Zick, an Sie war vorhin noch die Frage, wie messen Sie methodisch die Mitte? Wie haben Sie es denn definiert, die Mitte? Ja, also wir haben ja die Mitte erstmal sehr offen gestellt. Wir haben ja ein historisch gewachsenes Mitte-Modell von Gesellschaft. Unsere föderal orientierte demokratische Gesellschaft, zu der können alle zur Mitte gehören. Alle, die ich in den Kacheln sehe oder nicht sehe, gehören zunächst mal zur Mitte. Wir haben das tatsächlich in unseren Studien, es gibt ein sehr schönes Buch von Kollegin, ein Herausgeberband, der heißt Die Mitte als Kampfzone. Und Gerd Schröder hat immer gesagt, die Mitte müssen wir politisch fuzzy halten. Wir dürfen sie gar nicht definieren, weil sonst können wir nicht drum kämpfen. Und Frau Merkel hat sich immer vor ein
großes, von einem großen Roll-up gestellt, darauf stand Mitte. Also das ist politisch unterschiedlich dimensioniert. Wir haben sie tatsächlich immer empirisch geprüft nach ökonomischer Mitte, nach einer sozialen Mitte, nach einer selbstdefinierten Mitte. Ja, also und dann aufgezeigt. Und natürlich hat Daniela recht, und das ist ja die große Kunst, die wir beweisen müssen in der Forschung. Es gibt jenseits der Mitte extremistisch orientierte Personen, die wir in der Regel bei uns aber in den Service zum Beispiel nicht haben. Die haben wir in anderen Studien. Ich habe auch durch Studien durchgeführt für das BMI in der Vergangenheit. Die haben sich dafür interessiert, wann verüben Menschen aus der Mitte rechtsextreme Straftaten, die vorher nie so organisiert waren. Interessanterweise, das sind Leute aus der Mitte, die begehen extremistische Straftaten, und von denen können wir nicht sagen, sie gehören an die Ränder und haben mit der Polarisierung nichts zu tun. Bei denen zeigt sich, die beschaffen sich ihre Legitimierung für ihre Taten aus dem rechtsextremen Spektrum und ihre normative Identität aus der bürgerlichen Mitte. Das ist ja auch eine Herausforderung, die wir jetzt haben, dass wir ja neue Gruppen haben in der Gesellschaft, die sich durchweg bürgerlich bezeichnen. Querdenken, die sagen, wir verteidigen die Demokratie. Wir sind die Opfer der Polarisierung. Müssen wir eben was trinken. Gut, aber das können wir ja aufgreifen. Also die kommunikativ vermittelten Formen der Polarisierung oder die, genau, und jetzt nochmal eine ganz vielleicht ganz kurz Ihre Frage, wie wir zu der Spaltung gekommen sind. Ich ergänze das mal, was die Daniela gesagt hat. Wir können Polarisierung sehr unterschiedlich festmachen und sollten es tun auf den Ebenen. Wir haben immer gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Normalverteilung haben von bestimmten menschenfeindlichen Einstellungen, wir sehen, dass die Pole an den Rändern stärker besetzt werden im Vergleich zu den Vorjahren. Menschen werden stärker menschenfeindlich oder sie werden weniger menschenfeindlich. Das wäre ein Indikator für eine Polarisierung von Einstellung. Das haben wir stark gesehen und darauf kommt, das habe ich nochmal in die Daten geguckt, das haben wir 16, 17 gesehen. Also wir müssen auch an die Wechselwirkung denken. Die kulturelle Umgebung, der gesellschaftliche aufgeheizte Diskurs, auch der mediale Diskurs erzeugt das. Das ist ein Phänomen. Das zweite ist aber auch eine Homogenisierung von Überzeugung. Also wenn der Rechtspopulismus homogener wird, wenn er identitärer wird, wenn er sich durch wenige zentrale Merkmale auszeichnet, ich brauche gar nicht mehr die vielen Facetten von Populismus, sondern der homogenisiert sich. Da gibt es eben auch Vorschläge, die sagen, wenn die Gesellschaft über wenige zentrale Dimensionen in einen Konflikt zunehmend hineingerät, wie das zum Beispiel ja versucht wird über den Freiheitsbegriff, ein zentrales Konstrukt maximal offen gehalten und das wird gekoppelt an Widerstand, was der Rechtspopulismus macht, oder völkische Ideen, Anti-Elitenhaltung, die grob werden, dann reden wir von Polarisierung. Das sehen wir tatsächlich nicht mehr so stark in den Daten heute. Und dann gibt es aber auch etwas, das haben Sie eingebracht, nämlich wenn Einstellungen gefährlich an Handlung gehen. Also wenn die politischen Überzeugungen sehr stark in die Richtung einer Handlung gehen, das ist natürlich nicht vergleichbar mit den USA, was wir hier haben. Vielleicht auch nicht vergleichbar mit Ungarn. Es gibt ja Studien, die auch solche Länder vergleichen. Das heißt, wenn zunehmend oppositionelle Meinungen unterdrückt und nicht mehr zugelassen werden. Da sind wir nicht. Das ist natürlich richtig. Aber, und jetzt kommt eine vierte Dimension, und ich finde, unser Land hat das noch nicht so richtig ernst genommen, nämlich die Situation von Betroffenen von solchen politischen Ideologien und affektiven Polarisierung. Und eine fünfte Dimension, Die ist enorm wichtig, und das ist die Polarisierung durch Algorithmisierung, Amplifizierung in den digitalen Medien. Wir sehen ja viele unserer Radikalisierungsphänomene, da rutschen Leute rein, die haben gar keine extremistischen Einstellungen, aber die werden halt extremistisch gemacht durch die Vernetzung mit anderen. Und das sind Phänomene, die wir, glaube ich, im Blick haben müssen bei dieser Diskussion von Polarisierung, die leider dann eben auch in der Diskussion
immer wieder verschärft auf singuläre Dimensionen geführt werden. Und ich würde immer davor warnen, zu sagen, naja, jetzt wird der Freiheitsbegriff besetzt, dann holen wir den wieder zurück. Nee, also ich würde, weil Rainer Forst hier saß, ich habe ihn gesehen, ja, also wir sagen ja, Toleranz hilft auch vielleicht gegen Polarisierung, nicht nur Dialog, sondern ein toleranzgestützter, unterstützter Dialog. Toleranz bedeutet nicht Duldung oder sagen, wir haben mal die Gegenmeinung angehört. Das ist es eben halt nicht. Und Toleranz, ich würde ganz gerne die Gegenstrategien zur Polarisierung noch dann in den Ausblick unserer Diskussion schieben und ein, zwei thematische Schwerpunkte noch mal setzen wollen, die vielleicht auch die thematische Breite des Polarisierungsphänomens fassen und auch über den Rechtsextremismus hinaus andere Themen mit reinbringen. Zum einen noch mal kurz das Stichwort der kommunikativen Polarisierung. Haben wir tatsächlich eine Veränderung durch die veränderte Mediennutzung der Bevölkerung? Ich habe hier eine Tabelle der Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen. Und da wird eine ganz klare Korrelation gezogen zwischen jenen, die noch öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen oder überregionale Zeitungen lesen, und jenen, die ausschließlich in den Messenger-Diensten sind. Also die können ganz klar sagen, es gibt eine Korrelation. Zum Beispiel ein aktuelles Thema zur Impfbereitschaft. Ist man häufiger bereit, wenn man ausschließlich in Messenger-Diensten seine Informationen zusammenhält? Diese Informationen liegen schon vor, diese Zusammenhänge scheinen eine große Rolle zu sein. Kann man sagen, dass die Medien ein Treiber der Polarisierung sind? Also wenn ich da mal mit einsteigen soll, es ist auf jeden Fall so, dass die Medien bei diesem Buzzword, dass denen das Wasser im Mund zusammenläuft, weil das einfach, da ist politisch Sprengstoff drin, da verkaufen sich Auflagen gut zu einer Zeit, das klickt sich enorm. Und insofern ist das natürlich immer ein Thema, was Medien gerne aufgreifen. Und das sorgt dann wiederum, wenn das viele Medien tun, für den Eindruck, die ganze Gesellschaft ist polarisiert. Gleichwohl ist es auch so, dass eine unterschiedliche Mediennutzung natürlich auch Kommunikationsprozesse beeinflusst und natürlich auch Arten, wie man diskutiert, verändert. Das heißt, was Etikette ist und was sich gehört, verschiebt sich. Das muss nur nicht sofort alles die Gesellschaft bedrohen, sondern das kann teilweise auch einfach eine Veränderung von Kommunikationsmodi sein. Ich glaube, ein Punkt, der sehr wichtig ist, ist eher der Punkt der Politisierung, den der Andreas Zick angesprochen hat, nämlich dass es entscheidend ist, dass bestimmte Konflikte und bestimmte Identitäten sehr gezielt, und ich glaube, das machen die Medien nicht so gezielt, aber das können Interessengruppen und politische Führungskräfte gezielt machen, dass sie versuchen, politische Identitäten zu triggern und auch so zu bündeln, dass daraus dann eine affektive Polarisierung entsteht. Und ich glaube, das ist was sehr wichtig ist zu verstehen. In der Sache unterschiedlicher Meinung zu sein, das kann man in der Regel ganz gut aushalten, aber nur bis zu dem Punkt, wo einem jetzt mal bildlich gesprochen die Hutschnur hochgeht. Das heißt, bis zu dem Punkt, wo es dann persönlich wird und man diese diskursive Ebene nicht mehr bespielen kann, weil es eben dann doch ans Eingemachte geht. Und ich glaube, das ist das, wo auch die Gefahr der affektiven Polarisierung liegt, dass man dadurch, dass man denkt, der Andersdenkende ist eh weniger wert oder eh dumm oder eh keine Ahnung, dass das natürlich sofort jegliche inhaltliche Auseinandersetzung auch unterbindet. Insofern, ja, man braucht Toleranz. Aber man braucht eben auch diese Fähigkeit, Diskurse produktiv zu führen. Und das ist natürlich was man auch stärken kann. Was auch den Punkt Social Bias angeht, natürlich ist das so, dass Algorithmen, und da haben wir natürlich in der Soziologie die großen Debatten drüber, natürlich ihren Beitrag dafür zu leisten, dass auch solche polarisierenden Phänomene auftreten. Aber ist das Polarisierung, wie wir sie jetzt im wissenschaftlichen Diskurs im eigentlichen Sinne diskutieren? Ich weiß nicht, ob das ein oder dasselbe Wort wirklich so geeignet ist, jegliche unterschiedliche Trends zu beschreiben. Sicher ist, es findet statt. Sicher ist aber auch, dass auch die Informatiker auf den Trichter gekommen sind, dass sie da eine Verantwortung haben. Und jetzt geht das los, dass eine Reihe von Studien genau diese Form von Social Bias finden und Mechanismen erarbeiten, um damit auch umzugehen. Und da sind übrigens auch wir am FGZ beteiligt. Das sind also alles wichtige Prozesse, aber das ist auch alles in the making. Also insofern
ist das für mich noch keine harte Evidenz, in welche Richtung das gerade treibt, sondern das sind Prozesse, die muss man im Auge behalten, die muss man sich in ihren Wechselspielen angucken und wie gesagt, diesen Punkt, und ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, es reicht nicht, zu einem Zeitpunkt in eine Gesellschaft reinzugucken und zu sagen, oh mein Gott, was ist da los? Sondern es ist schon wichtig, über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder zu gucken, was los ist. Und wenn ich vielleicht dazu ganz kurz eine Folie auflegen kann, weil das ein Punkt ist, der mir wirklich wichtig ist, da haben wir uns mit Twitter-Daten angeguckt, ich springe da mal gerade hin, inwiefern Solidarität und Antisolidarität mit geflüchteten Menschen sich vor und während der Corona-Krise entwickelt hat. Das war eine europaweite Studie, richtig? Genau, das war eine europaweite Studie. Und hier sehen Sie die Ergebnisse, also das ist eine Zeitachse, die Sie da auf der X-Achse sehen, von September 2019 bis unsere Beobachtung stoppt hier im Juni 2021. Und wenn wir wirklich Polarisierung über dieses Thema, Einzelthema, Solidarität und Antisolidarität mit Geflüchteten sehen würden, dann müsste diese blaue Linie der Solidarität irgendwie trotz aller Schwankungen im Zeitvergleich irgendwie nach oben gehen. Da müsste es mehr Tweets geben im Zeitverlauf und gleichsam müssten diese antisolidarisch geframten Tweets auch hochgehen. Das wäre ein Zeichen für eine Polarisierung. Was wir stattdessen gefunden haben, und das hat mich persönlich total überrascht, ich hatte keine Ahnung, was man da erwarten soll, ist, dass solche Debatten, und zwar sowohl die solidarischen Tweets als auch die antisolidarischen Tweets, immer hochgehen, wenn es ganz konkrete politische Ereignisse stattfinden, die die Salienz des Themas wieder hochbringen. Und dann gehen die Debatten aber auch sehr schnell wieder runter. Und was wir jetzt in dieser Studie eben auch sehen, ist, dass gerade seit dem Einsetzen der Covid-Pandemie, gerade auch weil geflüchtete Menschen häufig besonders schwierige Bedingungen hatten, wenn die noch keine richtigen Wohnräume hatten, sehr viel mehr Solidarität als Antisolidarität über lange Zeiträume gefunden haben. Was wir hier aber nicht finden, ist ein Indikator für Polarisierung oder Indizien dafür, dass sich hier was polarisiert, sondern das ist sehr themengetrieben. Und wenn es Politikern gelingen würde, sowas für sich auszuschlachten, dann wird sich das im Internet anders darstellen. Dazu muss man auch sagen, Leute, die Twitter benutzen, sind natürlich nicht die Durchschnittsbevölkerung, sondern das sind ja eigentlich die Leute, die die extremeren Haltungen haben sollten. Und insofern ist es überraschend, dass unsere Studie ähnliche befragungsdatengetriebenen Studien, die auch immer extrem viel Solidarität finden, zu solchen Fragen stützen. Das wollte ich nur mal kurz zeigen. Und wie Sie ja sehen, der Prozess geht ja weiter. Wir müssen jetzt eigentlich die Daten weitersammeln und gucken, wie sich das entwickelt. Aber im Moment sehe ich gar keinen Grund, hier von polarisierten Meinungen auszugehen. Ja, vielen Dank auch für die schöne Information, dass über Twitter Solidaritätsbekundungen auch stark gemacht werden. Das entspricht ja nicht der sonstigen Wahrnehmung der Kommunikation. Ich möchte die kommunikative Ebene jetzt an dieser Stelle mal verlassen und mich den Strukturen zuwenden, den sozioökonomischen Strukturen. Vorhin wurde das auch schon erwähnt. Wir haben auch eine zunehmende Ungleichheit und zunehmende ökonomische Gegensätze, sowohl in Deutschland als auch europaweit. Nehmen wir einfach nur mal das Stichwort der gleichwertigen Lebensverhältnisse in unseren Regionen und die Diagnose, dass es dort auch strukturschwache Räume gibt. Laut Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung wäre zum Beispiel die Südwestpfalz, das Fichtelgebirge, der Kiffhäuserkreis als Region mit einer stark unterdurchschnittlichen Lebensverhältnissen bezeichnet. Was heißt das? Keine Post, kein Zahnarzt, kein Allgemeinarzt, keine Sparkasse, kein Jobcenter, keine Grundschule, kein öffentlicher Nahverkehr. Was passiert, wenn all diese Infrastrukturen öffentlicher Daseinsvorsorge wegbrechen? Können wir das einfach hinnehmen, dass diese Gegensätze gibt? Können wir dieses Abgehängtsein hinnehmen? Und nochmal vielleicht auf die europäische Ebene bezogen. Da haben wir auch verschiedene Ländertypen, die auseinanderdriften und die zunehmend in einem Wettbewerb miteinander stehen, auseinanderdriftende Wettbewerbsfähigkeit auch aufweisen und zu möglichen weiteren auch politischen Spaltungen führen können, wenn dann auch weitere Prozesse starten, wie Armutsmigration durch die starken Gegensätze auch innerhalb der Europäischen Union. Wie finden diese Formen der Gegensätzlichkeit Berücksichtigung in unserem Diskurs? Und müssen wir nicht viel stärker auch über diese reden, vielleicht über die alten Konfliktlinien, die sich hier zwischen Arm und Reich aufbauen, zwischen Stadt und Land?
Herr Zick, vielleicht wollen Sie hier mal einsteigen. Ja, ich könnte es jetzt kurz machen und einfach sagen, ja, wir müssen darüber reden. Und so wie ich das Forschungsinstitut verstehe, werden wir aus sehr, sehr, sehr verschiedenen Perspektiven, noch mehr Perspektiven als die, die ich am Institut schon habe, das analysieren. Denn dieses Auseinanderdriften, das Auseinanderdriften per se ökonomisch, mag kein Land instabil machen. Wir sehen ja in anderen Ländern wie in Ungarn, da driftet das auch auseinander. Das wird aber überbrückt durch ein Runterfahren an demokratischer Partizipation. Und dann taucht das auch nicht als Polarisierung auf. Wir haben neben der Polarisierung noch andere Phänomene, und das sagen Sie ja, Ungleichheit, Separation, Marginalisierung. Das muss nicht zusammen, aber es kann. Wir haben schon früher gesehen in unseren Studien, wir haben ja diese Studienreihe grundbezogene Menschenfeindlichkeit in den deutschen Zuständen schon veröffentlicht. Und ich glaube, es war irgendwie mittlerweile ja 2008, 2009 im Zuge der Finanz- und Fiskalkrise, haben wir gesehen, tatsächlich, es trifft die abwärtsdriftenden Regionen. Und wenn jetzt in abwärtsdriftenden Regionen etwas passiert, dann tatsächlich polarisieren sich vor Ort Einstellungen, die demokratiegefährdend sind. Und jetzt müssen wir genau die Modelle uns angucken. Wir müssen auch Modelle weiterentwickeln für die Prozesse, die ablaufen. Was da passiert, ist zunächst mal eine Abwanderung von Gruppen, die eine Entdemokratisierung aufhalten. Die wandern ab, gebildete Gruppen und so weiter. Wir hatten damals viele Regionen gehabt im Bereich, also in den in ostdeutschen Bundesländern. Zweitens, was da passiert ist, sickert Demokratiemisstrauen ein. Das in dem Ausmaß, wie das, was strukturell dort passiert, zunehmend mit so einem, dem, was wir ja soziologisch als Anomie oder Anomia bezeichnen, ja, also dem Empfinden von Norm und Regellosigkeit, was verbunden wird durch ein Bindungsangebot, durch ein neues Bindungsangebot, durch Gruppen, die von der Polarisierung nämlich einen Vorteil haben. Das Problem ist, ja, und das sprechen Sie irgendwie an, wir leben ja in sozialen Vergleichsgesellschaften. Das heißt, auch bei den Twitter-Daten, was ja passieren kann, ist, dass wir in solchen Situationen vielleicht nicht in den Daten sehen die Distanz, aber wir eine zunehmende Homogenisierung von Gruppen haben. Und das haben wir auch gesehen. Die soziale Ungleichheit, die Spannung geht einher mit einer zunehmenden Homogenisierung von Gruppen. Ökonomisch, politisch, sozial, ideologisch. Was dann passiert ist, so ein Land richtet sich darauf ein, dass da hier und da mal ein Sonderprogramm gefahren wird, aber letztendlich das hingenommen wird, weil es die Ökonomie insgesamt nicht besonders stört. Das kann ja auch passieren. Das ist schlichtweg, das haben wir ja gesehen, es ist ja extrem gut gegangen, trotz der Ungleichheit in den ostdeutschen Ländern. Also ich würde sagen, wir müssen genau verstehen, wie diese Wechselwirkungen sind zwischen den strukturellen Faktoren, den dann einsetzenden sozialen Vergleichsprozessen und den dann einsetzenden Bildung von homogenen Gruppen. Und das ist natürlich jetzt gerade in der Pandemie etwas, wo ich mir gewünscht hätte, dass viel mehr Menschen, die ich hier sehe in dieser Runde zum Thema Polarisierung, frühzeitig mit eingebunden werden. Denn wir sehen ja jetzt in der Breite so eine Polarisierungsbewegung über das Thema Gesundheit, was ja erstmal zunächst kein besonders politisches Thema ist, also man kann das esoterisch halten. Aber wir sehen es ja unglaublich in der Breite und vor allen Dingen genau in vielen der abgehängten Regionen wird sichtbar, was da mit dem strukturellen Abdriften eigentlich passiert ist. Ich möchte noch, vielen Dank, kurz bei den Infrastrukturen und den Institutionen bleiben. Und das ist ganz eng damit verknüpft, was Sie sagten. Die Frage ist auch, wie viel Vertrauen haben die Leute noch in die gegebenen Institutionen? Und da möchte ich noch ein anderes Themenfeld mit reinbringen. Und mit Blick auf die Klimakrise, haben wir ein Spaltungspotenzial in dem Misstrauen der jungen Klimaaktivistinnen gegenüber der parlamentarischen Demokratie, gegenüber Kompromissbereitschaft, gegenüber Interessenausgleich, wenn sie zur Radikalisierung ihrer Protestformen aufrufen, weil sie nicht mehr daran glauben, dass die Institutionen, die da sind, zumindest in der notwendigen Geschwindigkeit die Problemlösungsfähigkeit aufweisen. Und vielleicht auch als Frage an Daniela Bruno mit Blick auf die
Langzeit mit Blick auf die Frage, ob die Klimathemen auch wirklich jetzt als neue Konfliktlinien zu verstehen sind. Also haben wir hier einen Trend, ist die Klimafrage und die Frage, wie wir uns ökologisch transformieren, eine der neuen großen Fragen, die auch neue Verteilungskonflikte, neue Probleme mitbringen wird. Und wie stark ist zu beurteilen, dass vielleicht dann wieder zurück an Sie, Herr Zick, dass hier auch ein Vertrauensverlust in die Institutionen damit einhergeht. Danke. Wenn ich da kurz mal einsteigen darf, die Historiker mögen das vielleicht für eine kurzzeitige Entwicklung halten, aber wenn Sie über die Gründung der Grünen Partei nachdenken, wie lange die schon her ist, das Thema Ökologie war zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits politisiert, vor 40 Jahren. Und alle Studien, die wir kennen, die wirklich Kohortenvergleiche sich angucken, also auch junge Leute, die Leute, die jung waren in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern, in den 2000ern, die finden da keine Zeittrends für diese Gruppen, sondern diese extrem engagierten Gruppen, die sind jetzt sehr laut und sehr sichtbar und auch medial sehr präsent. Und das hat mit Sicherheit auch einen Einfluss, da wäre ich dann wieder bei Andreas Zicks Argument, auf die Gemäßigten, weil das macht natürlich auch Eindruck und das verschiebt natürlich auch Wahrnehmungen. Gleichwohl sehen wir keine Trends in die Richtung, dass da auf einmal eine hohe Prozentzahl von ökologisch engagierten oder ökologisch besorgten Teenagern gerade ranwächst. Das sieht man im Zeitvergleich schlichtweg nicht. Unter anderem mit SÖP-Daten. Der Martin Schröder hatte einiges zu vorgelegt. Und insofern Ähnliches gilt auch für andere Fragen, zum Beispiel zur Migration. Da gibt es immer wieder kleine Bewegungen der Zustimmung und Ablehnung, aber in den aktuellen Untersuchungen, die im Längsschnitt sind, hat man jetzt gerade, nachdem die Schengen-Krise einigermaßen in den Griff bekommen wurde, eher wieder positivere Haltung gegenüber der Migration im Durchschnitt festgestellt. Was sicherlich richtig ist, um auf diesen Stadt-Land-Konflikt zurückzukommen, natürlich ist das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit auch potenziell als Wiege von Polarisierungstendenzen schlimm, wenn Regionen sich als abgehängte Regionen wahrnehmen und das auch erleben. Sie haben also das Beispiel ja angesprochen, wenn auf einmal keine Ärzte mehr da sind, wenn keine Busse mehr fahren, wenn die Infrastruktur wegbricht. Das ist sicherlich sehr schlecht. Auf der anderen Seite sind Regionen natürlich immer im Wandel. Also ich bin ja seit 10 Jahren zum Beispiel in Frankfurt und durfte selber mitkriegen, wie durch den Bau der EZB sich ein Viertel innerhalb von 10 Jahren komplett selbst neu erfunden hat. Insofern sind das natürlich auch anhaltende Wandlungsprozesse und wir sehen ja gleichenfalls, und da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, jede ländliche Region gleich als die Abgehängten zu sehen. Ländliche Regionen sind sehr attraktiv, gerade auch für Leute, die sich mehrere SUVs leisten können und gar nicht auf den Bus angewiesen sind. Und das hat natürlich nochmal eine eigene Dynamik. Das muss nicht unbedingt der Polarisierung entgegenwirken. Nee, das kann das im Einzelfall sogar noch verstärken. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, diese Trends alle gleich zu machen. Und ich wäre jetzt auch nicht geneigt, eine Prognose zu wagen, wie es diese Gebiete, die im Moment als die abgehängten Gebiete dargestellt werden, ob das nicht vielleicht in 20 Jahren die neuen IT-Bereiche sind. Das hängt sehr davon ab, was sich im technologischen Bereich tut und was sich auch in den Regionen drumherum tut. Wie Mobilität funktioniert. Legen Sie durch eines dieser abgehängten Gebiete eine ICE-Strecke durch und machen Sie da eine Haltestelle dran und dann haben Sie da mit Sicherheit eine ganz andere Entwicklungsgeschichte zu erwarten. Insofern würde ich sagen, ja, Infrastruktur ist extrem wichtig, aber alleine der Stadt-Land-Konflikt macht es ein bisschen zu einfach. Und worauf ich auch noch mal hinaus wollte, was wirklich wichtig ist, sicherlich ist soziale Ungleichheit nicht gut für gesellschaftlichen Zusammenhalt und sicherlich birgt das auch gewisse Fallstricke für Leute, sich politisch, ideologisch in Bereiche zu entwickeln, die sie sonst nicht eingeschlagen hätten. Aber wir sehen in den Studien keine klaren und gefestigten Zusammenhänge zwischen politischen Haltungen, die in Richtung Kommunitarismus gehen, und Kosmopolitismus. Da gab es eine rege Debatte, da haben sich sehr viele namhafte Forscherinnen und Forscher, auch Leute, die im FGZ sind, wirklich mit unterschiedlichsten Daten das angeguckt. Die Gemengelage ist sehr gemischt. So einen eindeutigen Trend findet man da nicht. Herzlich.
Also zunächst mal muss ich sagen, dass natürlich auch Zusammenhalt kein Harmoniekonzept ist. Also das ist schon ein konfliktäres Konzept und aus unserer Sicht kommt es immer darauf an, gelingt eine konstruktive Konfliktlösung so, dass sozialer Wandel gut gestaltet werden kann. Ich könnte ganz gerne dem Land von außen mal sagen, ist dieses Land da, wo es gerne hin möchte? Sind alle zufrieden damit, so wie es jetzt gerade ist? Ist immer für mich eine Frage. Da sind wir aber vielleicht in normativen Diskursen, die wir dann besser festmachen an unseren Kriterien. Also insofern, ja, natürlich ist der ländliche Raum attraktiv. Ich grüße Ostwestfalen. Also wir haben eine medizinische Fakultät gerade geöffnet, für die Ausbildung der Landärztinnen und Landärzte. Mal gucken, ob das klappt. Der ist halt eben auch attraktiv für radikale Gruppen. Das haben wir ja auch gesehen, die da Leute abholen. Die Frage ist, ob Leute da übersehen werden und nicht abgeholt werden. Wir müssen auch über die Nichtorte nachdenken, über die wir gar keine Daten haben. Wir haben in Deutschland Daten über bestimmte Orte gar nicht. Da haben wir vielleicht ein paar Sozialstrukturindikatoren. Aber wenn ich jetzt in meine Heimat Ruhrgebiet fahre, da sieht die Lage anders aus. Und da gibt es vielleicht eben auch das, was Not tut, für uns mal Modelle anzulegen, wie es denn sein könnte und das mal abzugleichen mit dem, wie es ist. Also so vielleicht, dass wir tatsächlich in diesen Szenarien noch mal viel näher denken. Jetzt zu der Frage, aber auch nochmal zurück zu den Konflikterwartungen. Also über den Zusammenhang, es wird diese Konflikte geben. Wir hoffen ja, dass sie konstruktiv gelöst werden. Ich sehe manche Konflikte, dass sie eher verschoben werden, dass sie eher nicht ausgehandelt werden. Da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Wenn wir überlegen, was passiert jetzt, Klimakonflikt, das ist ja passiert mitten in der Pandemie, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir diesen Konflikt, diese Herausforderung durch die Corona-Proteste. Und natürlich sagen wir dann, und welcher ist der nächste Konflikt? Erstens, konflikttheoretisch müssten wir jetzt erstmal darüber nachdenken, was dann im Auslauf der Corona-Krise, der Pandemie passiert. Wir haben bei fast allen Konfliktphänomenen im Auslauf von Krisen dann eben auch neue Konflikte. Und da müssten wir darüber nachdenken. Jetzt kann es sein, dass sich sofort der Klimakonflikt da dran heftet. Manchmal erscheint mir das wie eine trügerische Hoffnung, damit wir bloß nicht die Corona-Krise im Nachgang mal systematisch bearbeiten. Wie viele Kinder haben wir nicht mitgenommen? Wie viele Menschen mit Unterstützungsbedarf sind gestorben in Unterbringungen, die nicht hätten sterben dürfen und all das? Ja, also dann haben wir die Hoffnung, dann kommen die Klimaaktivisten und bescheren uns einen neuen Konflikt. Ich bin jetzt ein bisschen zynisch. Wir haben natürlich eine Schwierigkeit, wenn wir solche Prognosen machen. Wenn wir manche Konflikte, wie zum Beispiel um das Klima und auch so, wie die Proteste sich organisieren, sind sie sehr global und sehr international organisiert. Aber genau das funktioniert nicht gut, weil wir eben in Europa auch natürlich diese Idee der europäischen Kohäsion, des europäischen Zusammenhalts, auch über die Protestbewegung, das ist nicht mehr einfach. Wir haben eine Differenzierung, eine Separation, ein Stillstand in Kommunikation, all das erlebt. Und deswegen werden wir vielleicht nicht die großen Solidarisierungs- und gemeinsamen Widerstandsbewegungen gegen den zu geringen Stopp des Klimawandels sehen. Zweitens, und jetzt sage ich noch eins. Wir müssen immer darüber nachdenken, wie stärken wir jetzt, wovon hängt Zusammenhalt ab? Und das eine ist natürlich, dass wir eine Perspektive haben. Das zweite ist aber auch, das sagte die Forschung, dass Governmentalität gegeben ist. Und da haben wir natürlich so, sagen wir mal, eine starke Institution gesehen. Und das waren ja unsere Gerichte, die gesagt haben, eine Aufgabe in der Zukunft ist Generationengerechtigkeit. Also neben dem Klimamodell brauchen wir ein Modell für Generationengerechtigkeit. Und das ist eine Aufgabe. Und davon hängt es ab, wie die Konflikte aussehen, ob dieser Ausgleich gelingt oder nicht. Vielen Dank. Gerne hätte ich Sie jetzt auch noch gefragt zu Ihrem aktuellen Projekt, wie das auf kommunaler Ebene aussieht, das Konfliktmanagement. Aber ich bin mir sicher, dass solche Fragen jetzt vielleicht auch in der Diskussion kommen. Ich eröffne hiermit das Plenum für Sie alle. Freue mich auf Kommentare, Rückfragen, Diskussionen. Wir haben gute 20 Minuten Zeit, bevor ich das Ganze nochmal in einer Schlussrunde verpacken möchte. Ich hatte vorhin eine Hand von Frau Gibson gesehen. Ich konnte sie gar nicht dran nehmen. Vielleicht möchten Sie ja jetzt einsteigen.
Es tut mir leid, es war beim Tee einschenken. Entschuldigung. Ich glaube, wir haben eine Frage im Chat aber auch noch von Frau Jepsen, ne? Ja, wenn ich da kurz drauf eingehen darf, auch da würde ich sagen, ja, das ist eine wichtige Dimension. Und auch da möchte ich wieder meine USA-Karte spielen. Da, wo es um gesellschaftlich und kulturell nicht durchmischte Gesellschaften geht, auch da sind die USA ganz weit vorne. Und auch da sind die Wechselwirkungen zwischen den dieser Abgeschottetheit verschiedener sozialer Klassen, die sich nicht begegnen, und auch wirklich der räumlichen Abgeschottetheit und dann natürlich auch quer dazu liegen die kulturellen Konsumgewohnheiten, da sind wir eben auch in den USA auf einem ganz anderen Niveau, als wir in Deutschland sind und in Europa. Und es ist tatsächlich so, dass ich mit Sorge drauf gucke, wo sich das hinentwickelt. Auch da kommt das Stichwort Infrastruktur wieder ins Spiel. Aber auch da würde ich sagen, leben wir im Moment pluraler und kulturell durchmischter zumindest, als es in anderen Ländern der Fall ist. Worauf wir achten müssen, ist, dass diese Segregation sich, dass sich die nicht ausbreitet. Gibt es weitere Fragen aus Ihrer Runde oder vielleicht auch Kritik? Sind wir zu schnell über die Gegensätze zwischen Stadt und Land hinweggegangen, indem man gesagt hat, naja, es befindet sich alles im Wandel, aber die Perspektivlosigkeit dieser einen Generation, die jetzt da ist, wie gehen wir damit um? Sie können auch gerne kritische Kommentare noch mit hier reingeben. Wir sind gewappnet. Also wenn ich vielleicht vor dem Hintergrund meiner eigenen Forschung auch dazu schon mal was sagen darf. Es ist ja tatsächlich so, dass eine sehr große und berechtigte Kritik an der Politik im Rahmen von Covid sich daran orientiert, wie mit Kindern und Schulschließungen und Kitaschließungen umgegangen wurde. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Indikator dafür, dass man sieht, dass die Idee der Generationengerechtigkeit, zumindest jetzt so wie dieser Konflikt gemanagt wurde, keine sehr große Rolle gespielt hat, sondern ganz andere Erwägungen da eine Rolle gespielt haben. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir als Gesellschaften solche Phänomene aufzeigen und diskutieren und damit auch politisch auf die Agenda bringen, weil das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dessen ist, was langfristig zur Bewältigung der Pandemie, aber auch der weiteren Herausforderungen, die vor Europa und der Welt stehen, passiert. Das kann nur passieren, wenn die jetzigen jungen Leute sich richtig entwickeln können und Chancen haben und sich jetzt nicht im Stich gelassen und abgehängt fühlen. Aber wäre es zu stark zu sagen, dass durch die Politisierung dieser Fragen von Jugendlichen in der Pandemie oder von Älteren in der Pandemie nicht sogar eine höhere Aufmerksamkeit für deren Anliegen stattgefunden hat? In dem Fall haben wir eine ganz positive Auswirkung von Polarisierung auf unsere Frage des Zusammenhalts. Ja, aber das ist ja immer eine Frage der Veränderung von Institutionen. Ich glaube, die Frage ist, gibt es Institutionen der Repräsentation von jungen Menschen in diesen Diskursen? Also gibt es bei der Debatte um solche Zukunftsfragen dann auch eine entsprechende Repräsentation? Also wir diskutieren, und ich habe leider die Polarisierungs-, wir haben ja schon eine Polarisierungstagung gehabt im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und da konnte ich leider nicht teilnehmen, aber es gibt hier auch unterschiedliche Cluster in diesem Forschungsinstitut. Und bei Raum und Region war ich dann dabei. Und natürlich ist die Frage für die Demokratie immer, wo ist die Polarisierung, wo ist der Konflikt? Aber auch, haben wir die geeigneten Institutionen? Und natürlich sind Klimaproteste oder die Protestbewegung laut gewesen, weil dort ein Ort der Repräsentation war. Aber ist das jetzt auch gegeben? Und haben wir die richtigen Formen auch? Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Die hängt ein bisschen für mich immer mit der Frage zusammen, als ich mich jetzt mehr beschäftigt habe mit Polarisierung, als mir eigentlich lieb war. Ich dachte, es wäre alles viel einfacher. Aber im Vorfeld hängt natürlich tatsächlich auch mit der Frage zusammen. Die Frage nach dem Zusammenhalt ist immer auch eine Frage, wo wollen wir denn hin? Also welche Gesellschaft wollen wir denn? Ich glaube, dass wir so, wenn ich bisher mir die, ich habe, wir sind ja viel unterwegs in Europa, und wenn wir sehen, wie europäische Staaten sich entwickeln, auch wie sie unterschiedlichen Zusammenhalt entwickeln, unterschiedlich mit der Krise umgegangen sind, jetzt gerade die Pandemie hat ja einen sehr unterschiedlichen
unterschiedlichen Umgang deutlich gemacht, der auf unterschiedlichen Konzepten von Zusammenhalt basiert, aber auch eben von Partizipation. Da ist uns ja klar geworden, dass wir vielleicht eben auch doch ein sehr harmonisches und sehr vielleicht differenznivellierendes Zusammenhaltskonzept haben. Und das fällt uns natürlich auf die Füße, wenn die Konflikte zunehmen und wenn wir nicht hinreichend Repräsentation haben von bestimmten Gruppen. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Wir haben eins, das füge ich jetzt nach, ein großes Problem bei der Polarisierung. Ich komme wieder zurück zur Polarisierung. Es bilden sich Gruppen aus dem Bereich von Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, bilden sich gerade neue Gruppen, die viel stärker als vormals, als wir es vorher in Daten gesehen haben, getrieben sind von einer Widerstandsideologie. Über Freiheit haben wir gesprochen, aber dieser Freiheitsbegriff wird ja nur besetzt. Der wird so generalisiert, der wird so unklar gemacht, dass er überhaupt nicht angreifbar ist. Also extrem orientierte Gruppen benutzen Konzepte, die sind so fuzzy und so undefiniert, damit sie genau diesen Konflikt ja gar nicht mehr eingehen müssen. Und wir haben tatsächlich ein Problem, dass wir jetzt zunehmend auch widerstandsorientierte Gruppen haben, die Kommunikation abbrechen, die sie gar nicht führen. Und das ist tatsächlich ein Polarisierungsphänomen, wo wir sagen, naja, wir haben ja unser Demokratiemodell und dann machen wir mal ein bisschen mit Rechten reden und dann machen wir ein bisschen Dialog und vielleicht kommen die auch zum Streitbus. Nee, in der Regel treten die gegen den Streitbus und gehen da nicht rein. Ich übertreibe das jetzt mal. Das ist etwas, was uns tatsächlich passiert. Auch die Idee, wo wollen wir denn mit Forschung und Wissenschaft hin? Also wollen wir jetzt so, nachdem die Epidemiologen und Virologen alle abgetreten sind, kommt jetzt die Soziologie und Sozialpsychologie und wie auch immer. Und wir gehen in eine faktenbasierte, rationale Zukunft. Wie gehen wir mit solchen neuen Phänomenen um, die ja vieles ungewiss machen? Und das ist schon eine echte Herausforderung, dass wir Gruppen sich dort bilden, die fallen gar nicht in den Daten besonders groß auf, aber die sehr stark von Nichtkommunikation, Distanz, Nichtteilhabe geprägt sind und eher von dem Modus, wir bilden in Gesellschaften Parallelgesellschaften aus. Das ist alles an Rändern und nicht überbordend, sodass ich jetzt sagen würde, das Land ist gespalten, all das nicht. Aber da ist etwas entstanden an neuen Gesellschaftsformationen, die wir ja ignorieren können oder aber nochmal besonders adressieren müssen, weil sie eine ganz neue Herausforderung sind. Und da rücken vielleicht Gruppen werden ein. Die ja schon adressiert, Herr Zick. Die Verfassungsschutzbehörden haben im vergangenen Jahr einen ganz neuen Phänomenbereich aufgenommen, der da lautet verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Oder auch das neue Beobachtungsobjekt demokratiefeindliche und oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates, um genau solche Gruppen in den Blick zu nehmen. Die Frage ist, wie stark die sind. Und die Frage ist für mich auch, inwiefern wir bei diesen Gegensätzen, die wir jetzt benennen, bei den Feinden der Demokratie, gegenüber denen nicht eine Brandmauer aufbauen müssen, statt Brücken zu bauen. Wieso soll ich eine Brücke bauen zu denen? Ja, weil ganz einfach, weil Daten zeigen, könnte jetzt wieder Folien auflegen, mache ich aber nicht, weil Daten zeigen, dass die Grenze nicht so einfach ist, weil sie geht in den interpersonalen Bereich hinein. Sie geht in den lokalen, kommunalen Bereich hinein. Das heißt, wenn Sie diese Grenze setzen und das sagen viele, dann verlieren wir. Dann verlieren wir auch Menschen. Und das ist ein echtes Problem. Also wir sehen einige Daten, die zeigen jetzt, dass die Familien weiter auseinandergerückt sind. Ja, das ist ein so ein Befund. Aber das ist doch ganz spannend. Nochmal auf unsere Konfliktfähigkeit. Wo lernen wir eigentlich die Konfliktfähigkeit, die wir wollen, wenn wir zum Beispiel in unserem Frankfurter Teilinstitut davon reden, dass wir die Konflikte konstruktiv ausleben, dass diese Konflikte auch eine zusammenhaltsfördernde Struktur haben. Wir haben eher eigentlich, so nehme ich die Forschung von Daniela Kunova, eine Konfliktaversion, eine Streitaversion, zum Beispiel bei der Auswahl von Partnern. Scheinbar wählen sich
nur diejenigen aus, die in ihren Einstellungen ganz gleich sind. Das gilt vielleicht auch für den Haushalt insgesamt und für den Freundeskreis. Also wenn ich mir immer nur diejenigen aussuche, die mir am ähnlichsten sind, wo lerne ich diese Konfliktfähigkeit? Wo übe ich die Toleranz? In der Regel funktioniert das nicht so ganz einfach nur über Ähnlichkeit. Also da haben wir ja große Theorien zum Glück dann in der Sozialforschung, in der Soziologie, in der Sozialpsychologie, die zeigen, wie das funktioniert. Natürlich suchen sie, gerade wenn sie verunsichert sind, solche mit anderen Einstellungen auf. Ja, und wir haben das ja empirisch beforscht, lieber Andreas, und wir zeigen, dass wir das für Deutschland nicht finden können. Das stimmt, dass sich Partner überzufällig andere Partner aussuchen, die ihnen in ihren politischen Einstellungen ähnlich sind. Und diese Ähnlichkeit ist sehr viel ähnlicher als zum Beispiel die sozioökonomische Statusähnlichkeit. Das heißt, man hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, sich jemanden zu suchen, der eine ähnliche politische Einstellung hat, als jemand, der wirklich den gleichen sozioökonomischen Status hat. Das hat uns selber überrascht. Was wir aber auch sehen, und das ist auch wieder wichtig, um diese Echokammer-Abschottungsdiagnose für Deutschland noch mal ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken. Das stimmt, dass wir diese Tendenzen ganz klar in den USA sehen. Da werden Haushalte zu Mini-Filterblasen, da werden Freundschaftsnetzwerke politisch homogener, das ist alles nachgewiesen. Für Deutschland sehen wir das bislang nicht und wir sehen das deswegen nicht, und das kann man für eine gute oder schlechte Entwicklung halten, weil sich die Parteienlandschaft seit den 90er Jahren immer weiter ausdifferenziert hat. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt auch rechte Parteien im politischen Spektrum haben und weniger Leute den großen Volksparteien anhängen, sind die Partnermärkte, was politische Präferenzen angeht, heterogener geworden. Und das führt alleine dazu, dass diese Selektionseffekte schwächer ausfallen, weil es einfach schwieriger wird oder unwahrscheinlicher wird, jemanden zu treffen, der genau das gleiche politische Spektrum bedient. Und das finden wir auch für Leute, die einer extremen Partei zuneigen. Insofern würde ich hier doch gerne eine empirisch basierte Entwarnung geben. Das können wir auf Basis der SÖP-Daten machen. Und würde sagen, das hilft alles, die Debatte halt ein bisschen runterzuhängen. Das sind Prozesse, die muss man sich angucken, die sind wichtig. Wir haben auch im FGZ eine Studie laufen, die sich die ideologische Übertragung von Eltern auf Kinder anguckt in Bielefeld. Das ist wichtige Forschung. Bloß auch da sehen wir im Moment, wir sind nicht die USA, was diese Prozesse angeht. Und wir haben eine Menge auch institutioneller Gründe dafür, warum wir nicht die gleichen Entwicklungen haben wie in den USA derzeit. Und ich glaube, das ist wichtig, die Debatte da auch immer wieder runterzuholen. Worauf ich auch noch mal kurz gern eingehen würde, ist dieser wirklich gute Hinweis, denke ich, aus dem Chat. Das stimmt, dass in der Diskussion ganz im Gegenzug zu dem, was wir eigentlich angestrebt hatten, jetzt die unterschiedlichsten Phänomene hier diskutiert werden. Und ich glaube, das ist aber auch insofern wichtig und Ausdruck dessen, weil ja gerade die Leute aus der Praxis auch mit solchen unterschiedlichen Phänomenen unter dem Stichwort Polarisierung auch konfrontiert werden. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, da immer wieder zu überlegen, ist das wirklich das richtige Label dafür? Und ist das, was wir an Forschung diskutieren, hat das dann damit zu tun? Oder geht es hier nicht um etwas ganz anderes? Und ich würde, das ist ein Problem, was wir immer in den Sozialwissenschaften haben mit Buzzwords, doch sehr dafür werben wollen, dass wir jetzt nicht auf alles, wo eine Spaltung sichtbar ist oder wo Leute unterschiedlicher Meinung sind, das immer gleich alles Polarisierung zu nennen, sondern ein bisschen härtere Kriterien dafür zu definieren, was wir darunter verstehen, sodass wir das eben auch einheitlich messen können und dann auch diese unterschiedliche Befundelage nicht mehr auftaucht, weil man dann über dasselbe redet und nicht über unterschiedliche Sachen. Insofern würde ich auch vielen dieser Phänomene, die Herr Zick angesprochen hat oder Andreas Zick angesprochen hat, würde ich auch eine Fragezeichen hintermachen, ist das jetzt mit Polarisierung richtig beschrieben oder sind das nicht andere wichtige Prozesse, die wir im Auge haben müssen? Vielen Dank. Im Chat ist noch eine Frage an Sie als Sozialpsychologe, Herr Zick. Welche Frage meinen Sie? Ja. Die Ausgrenzung, damit über den Begriff der psychologischen Sicherheit zu sprechen. Vielleicht kann das. Ja, ich finde find dieses Konzept von Sicherheit an sich extrem interessant, weil ich so in meinen Erfahrungen mit den Forschungen zu unseren Themen Extremismus, Radikalisierung, auch die Polarisierung, wir sehr oft in Deutschland zumindest in Versicherheitlichungsdebatten und Diskurse kommen. Also das ist kein Phänomen der Mitte. Islamismus ist irgendwie, ja, da reagieren wir anders drauf. Also Polarisierung durch islamistische Identitätsbildung und so weiter, als auf
auf Ideologien, die dann im Phänomenfeld Rechtsextremismus oder wie auch immer sind. Und wir haben tatsächlich so eine Versicherheitlichung. Aber natürlich diskutieren wir diesen Begriff der vielleicht psychologischen Sicherheit im Kontext von Resilienz. Das ist ja im Moment so auch so ein Themenfeld. Widerstandsfähigkeit. Genau, wollte ich gerade, genau. Tatsächlich, was wir brauchen, was sich gezeigt haben, das war ja die Frage von Heike List, ist tatsächlich die Überlegung, wir haben sehr viel Konzepte, um Zusammenhalt zu stärken, auch um resilienter vielleicht gegen Polarisierung zu sein, soweit das geht, weil wir haben auch eben Einflüsse von außen durch die Digitalisierung, die Technisierung, da ist das schwierig. Also da reicht dann eben nicht eine Einstellung zu haben, sondern dann muss man rauskommen aus den Chatgruppen oder wie auch immer. Aber ich würde sagen, dass wir stärker darüber nachdenken sollten, ob wir hinreichend konfliktfähig sind. Wir reden ja über Dialoge und Debatten und Dialogfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, aber wir haben doch relativ viele Debatten und da überlege ich nicht, ja, wie bremsen wir Extremismus, sondern wie stärken wir eigentlich Zusammenhalt und Teilhabe. Wir brauchen an vielen Stellen so eine Konfliktfähigkeit, das heißt eine Sensibilität in bestimmten Konfliktlagen fähig zu sein, zu überlegen, wo kommt das her? Gibt es da etwas anderes, was dahinter steckt? Und welche Möglichkeiten haben wir, um Konflikt zu regulieren? Das ist das, warum wir uns sehr gerade bemühen, um die Fragen von kommunalen Konfliktmanagement. Vieles, was wir im Bund haben, schlägt in den Kommunen auf. Jetzt werden Institutionen angegriffen, jetzt werden Bürgerinnen und Bürger angegriffen, jetzt tauchen die Proteste auf. Und was wir oft merken ist, dass vor Ort die medialen Konflikte, die Polarisierung vor Ort ausgetragen werden, ausgehandelt werden und wir da nicht hinreichend Strukturen haben, um den Konflikt zu managen, nicht Verantwortlichkeiten haben und wenn der Konflikt kommt, viele andere sichtbar werden. Sehr viele andere sichtbar werden. Und da würden wir sagen, ist nicht nur politische Bildung wichtig und Information und eine Grenze ziehen, sondern überhaupt erstmal konfliktfähig zu werden. Vielen Dank. Welche Aufgaben das für die politische Bildungsarbeit hat, ist in der Regel immer in den Schlusskapiteln Ihrer Texte. Das ist also immer mitgedacht. Ich möchte gern Frank Mattioli bitten für seine Wortmeldung. Ich muss kurz sagen, ich bin Ingenieur. Ich bin ja im Harz in Goslar am Energieforschungszentrum und unser Thema ist die Energiewende. Und deswegen finde ich das, diese Diskussion sehr spannend, wobei ich eben, wie gesagt, Neuling bin, was diese ganzen sozialwissenschaftlichen Fragestellungen angeht. Was aber meine Wahrnehmung ist, dass wir hier zwei Richtungen verfolgen. Bei Frau Kruno erlebe ich oder empfinde ich immer so eine Messung, wie die Gesellschaft wohl mal war. Und ich fände gerade aus Blick oder mit Blick Richtung Energiewende eher die Frage spannend, die Herr Zick vorhin so angerissen hat. Wie kommen wir denn überhaupt in einen Dialog, welche Gesellschaft wir morgen haben wollen? Und da wäre meine Frage an das FGZ, ist das eine Thematik, die Sie irgendwo mit angehen wollen? Das heißt, können wir irgendwie Diskussionskulturen finden, dass wir gemeinsam uns auf eine Gesellschaft verständigen, wie wir vielleicht in 10, 20 Jahren leben wollen? Weil das ist für mich das Spannende. Und wir werden unabhängig von den Rechtsextremismus und Migrantendiskussionen und Corona-Diskussionen, werden wir nach meinem Empfinden in den nächsten Monaten und Jahren eine ganz heftige Diskussion alleine um die Energie finden. Wenn jetzt ein Herr Habeck sagt, mit der Brechstange, ich polarisiere jetzt mit der Brechstange, werden wir jetzt das durchdrücken. Und gestern höre ich dann jemanden aus der Wohnungsbauwirtschaft, der sagt, der spinnt wohl, der hat sie doch nicht alle. Und dann kommt vielleicht Brüssel um die Ecke und sagt, na, dann machen wir das eben mit Atomenergie. Also diese Diskussion als Gesellschaft, wo wollen wir hin, wie wollen wir leben?
Da wäre die Frage, wie wird das in der FGZ aufgenommen und gibt es da diesen Ansätze, die wir als Ingenieure vielleicht auch nutzen und da im Dialog mitgestalten können? Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage, Herr Mathion. Ich möchte die Frage als Schlussfrage an Sie beide stellen. Welche Rolle hat ein Forschungsinstitut zum gesellschaftlichen Zusammenhalt für diese Fragen, auch nach Vorschlägen, wie Gesellschaft besser zusammenhalten kann? Welche Rolle sehen Sie? Ist die Zusammenhaltsforschung ein Gegenmodell zur Polarisierung? Bitte, für Ihre Schlussfrage. Ich kann den Ball gerne aufnehmen. Ja, vielen Dank, Herr Mattioli. Ich denke schon, dass kontroverse Diskussionen auch um das Thema Energiewende ins FGZ reingehören und hier natürlich auch geführt werden können. Die Frage ist natürlich, was passiert mit den Ergebnissen? Und ich glaube, Mittel und Wege zu finden, dass die Politik solchen Forderungen auch Gehör schenkt, ich glaube, das ist eine Herausforderung, für die wir eben auch Instrumente an der Hand haben und wo wir versuchen, auch den Diskurs zu lenken. Gleichwohl ist es so, wie gesagt, dass das Thema Energiewende definitiv auf der politischen Agenda stehen wird und möglicherweise auch nochmal zu Polarisierung führt, dass wir aber gerade, finde ich, bei dem Thema auch die größten Überraschungen in der Politik gesehen haben, zum Beispiel mit dem Turn weg von der Atomenergie. Das sind immer so Momente, wo ich denke, das hätte ich jetzt nicht prognostizieren können als Soziologin, weil das einfach politische Prozesse waren, die ich so nicht hätte abschätzen können. Und ich glaube, insofern ist es richtig, es ist wichtig, wo Leute hinwollen. Es ist aber auch wichtig, dass wir keine utopischen Diskussionen führen, denen dann kein Handeln folgt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir natürlich neben dieser Sensibilisierung für Klimathemen trotzdem sehen, dass Leute nach wie vor in den Urlaub lieber fliegen als mit der Bahn fahren und ihre dicken Autos brauchen, um ihre Kinder überall hinzufahren. Das heißt, die Frage, inwiefern da wirklich auch Handeln und Utopie zusammengehen. Ich glaube, das ist was man auf jeden Fall mitdenken will. Und dann möchte ich so mein Schlussstatement damit schließen, dass ich genau für solche Fragen auch und auch für solche Fragen, wie machen wir uns dialogfähiger im Dissens, dass wir dann natürlich auch sehr auf die Schulen angewiesen sind. Und wir haben ja sehr viele Transferprojekte, die auch in die Lehrerausbildung mit reingehen und versuchen, unsere Forschungsergebnisse auch den angehenden Lehrerinnen und Lehrern zu vermitteln. Und ich glaube, diese Grundkompetenzen, die müssen auch in der Schule gesetzt werden. Und die Lockdowns während der Corona-Zeit waren für solche Prozesse jetzt alles andere als hilfreich. Aber da sehe ich so Foren und Möglichkeiten, um auch Diskurse über Zukunft zu gestalten. Und dann bedanke ich mich schon mal. Vielen Dank. Herr Zick, gehört zu den Aufgaben der Zusammenhaltsforschung, ein eigenes Konzept von Zusammenhalt zu entwickeln? Ich traue mich nicht recht zu antworten, weil Frau Deitloff sitzt hier, Herr Midell sehe ich. Es gibt also Sprecher des Gesamtforschungsinstituts. Die haben jetzt mit heute Abend einen Auftrag, nämlich den Auftrag, tatsächlich so einen großen Dialog mal zu führen. Wo wollen wir eigentlich hin? Ich bin immer vorsichtig beim Thema Zusammenhalt. Wenn ich denke, so wenn bestimmte Gesellschaften wie die Deutschen über Zusammenhalt reden, historisch müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich freue mich dann immer, dass es ein Konfliktkonzept ist. Wir haben hier in den 90er Jahren die große Debatten gehabt in Bielefeld. Die fingen an, das treibt die Gesellschaft auseinander. Das kann ich ganz gut. Aber danach folgte die Debatte, was hält die Gesellschaft zusammen? Und ich glaube, dass wir die nicht führen können, ohne die Frage nach vorne zu gucken. Was die Gesellschaft zusammenhält, sollte nie verharren in einer Beschreibung des Zustands. Das brauchen wir. Wir brauchen die Fakten über den gegenwärtigen Zustand. Aber das ist wie mit der Pandemie. Wir müssen dann gucken, welche Konflikte kommen, wo sind wir regulationsfähig und wo aber auch nicht. Was fehlt da eigentlich? Welche Akteure fehlen? Welche Dialoge fehlen? Welche Debatten fehlen? Ich würde mich sehr freuen, wenn das FGZ dann eben auch solche Dialoge führt. Was sind die zukünftigen Gesellschaftsmodelle? Wir haben das schon diskutiert, ob wir nicht zukünftig auch über Szenarien, Modelle, unterschiedliche Modelle einer kohäsiven Gesellschaft reden müssen. Und das hängt dann immer auch mit einer Bewertung zusammen, welche wir denn eigentlich wollen. Da werden neue Konflikte entstehen, aber da werden wir Begleitforschung zu machen. Aber ich glaube, dass diese Frage nach dem Zusammenhalt uns zwingt, in die Zukunft zu gucken. Und das ist die große Herausforderung, die wir immer bei Kohäsion haben, weil es ist ein Prozess, der weiterläuft.
die Zustandsbeschreibung rettet uns nicht, sondern das ist ein Prozess, der daraus entsteht und den müssen wir im Blick haben. Das ist eine Hoffnung. Ich nehme das jetzt als guten Auftrag aus dieser Kontroverse. Und dann können wir ja mit einer kleinen Kontroverse über die Zukunft beginnen und dann daraus ein größeres Projekt machen. Dann lassen Sie mich, vielen Dank, mit zwei Punkten die Abmoderation einleiten. Einmal möchte ich Sie einladen, diese Diskussionen fortzusetzen. Sie alle, schauen Sie in unsere Projekte des FGZ, schauen Sie auf unsere Homepage. Da werden die verschiedenen Dimensionen von Polarisierung weiter untersucht. Wir haben demnächst auch eine große Instagram-Kampagne zum Thema Polarisierung, in dem wir einzelne Projekte herausgreifen aus den Teilinstituten. Schauen Sie rein, bleiben Sie da dran. Und der zweite Punkt ist der Dank für Ihr Interesse, für das Interesse von all jenen, die hierher zu uns gefunden haben, sich eingeklickt haben und ganz besonders aber an Daniela Bruno und an Andreas Zick. Vielen Dank für diese Auseinandersetzung, die uns mit Sicherheit wissenschaftliche Einordnung geboten hat, aber eben auch darüber hinaus das Interesse für unsere Arbeit am Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt geweckt hat. Ganz herzlichen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend. Danke sehr. Dankeschön, auch von meiner Seite. Und danke, Andreas. Bleiben Sie gesund. Danke dir.